Du und dein Herzmensch, das musst du jetzt wissen. Schau bitte, wie du heute in Resonanz gehst mit dieser Legung. Und ich schaue jetzt in die aktuelle Energie. Und zwar sehe ich ein Ende. Ist irgendetwas zwischen dir und dieser Person, was ich jetzt transformieren möchte? Und er legt sich sogar ins Bild. Es ist der König der Münzen. Und das ist vom Sternzeichen her Stier, Jungfrau, Steinbock. Könnte das Sternzeichen von deinem Gegenüber sein. Hier liegt der Tod, er in der Mitte und danach der Neuanfang. Hier schließt sich etwas und danach öffnet sich etwas Neues. Dein Gegenüber schaut auf einen Neuanfang. Hier ist irgendwie das Verlangen seinerseits, neu anzufangen. Vielleicht auch mit dir neu anzufangen. Auf jeden Fall möchte dieser Mensch etwas Altes hinter sich lassen. Ihr habt euch vielleicht gestritten und man möchte den Streit ad acta legen. Oder aber ihr habt eine schwere Phase im Leben, man möchte das beenden. Ihr seid vielleicht gerade mitten in einer Scheidung, man möchte die Scheidung durchbringen. Hier ist irgendetwas, was transformiert werden möchte. Irgendwas, was ihn stört. Er hat es hinter sich liegen und das ist so eine Zeit, da will er am liebsten gar nicht mehr drauf schauen. Der Tod, ne, ist ja auch immer so eine sehr unangenehme, sehr belastende und vor allem auch sehr traurige Energie. Hier ist irgendwas sehr Trauriges zwischen euch, wo man am liebsten jetzt den Deckel drauf machen würde. Wir schauen mal weiter. Was hat das denn hier alles mit dir zu tun? Was hat das alles mit dir zu tun? Hier ist eine Entscheidung. Mit dir oder ohne dich? Kommt mir ganz laut und deutlich durch. Mit ihr oder ohne sie. Mit ihr oder ohne sie. Es kann auch sein, dass ihr gemeinsam ein Leben gelebt habt, wo er sagt, das kann ich mir so nicht weiter vorstellen. Ja? Und ich will diese Art von Leben, diesen Lifestyle oder diese Art von Beziehung, wie wir sie hatten, hinter mir lassen. Und ich will neu anfangen. Ich will ein anderes Leben. Ich will in ein anderes Land. Ich will in einen anderen Lifestyle gehen. Ja? Und jetzt ist die Frage, mache ich das mit ihr oder ohne sie? Würde sie das überhaupt mit mir machen? Ja? Hat sie überhaupt Lust darauf? Ist das überhaupt möglich? Sind wir dazu fähig in dieser Verbindung? Haben wir überhaupt nochmal die Chance, hier gemeinsame Sache zu machen? Ja? Hier ist ein ganz großes Mit oder ohne, fragt sich dieser Mensch. Die Neun der Stäbe, er hat sich seelisch oder emotional zurückgezogen von dir. Du wirst vielleicht merken, dass er so ein Eigenbrödler ist im Moment. Oh, irgendwie kocht er auch das Fass, aber er sagt nicht, was los ist. Er schluckt auch vielleicht vieles runter mit den Neuen der Stäben. Er hat Angst, mit dir zu sprechen. Hier ist eine ganz große Veränderung notwendig. Ja, das Rad des Schicksals, meine Lieben. Wenn diese Karte sich zeigt, dann will sich das Schicksal verändern. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter, sagt dieser Mensch. Es geht einfach für ihn nicht. Ja, du wirst vielleicht auch wissen, worum es geht. Es kann auch sein, dass einer eine Familie gründen möchte und der andere nicht. Und wie geht's jetzt weiter? Sie will ja Kinder, ich nicht. Wo kommen wir da aufeinander in Zukunft? Ja, also er will eine Transformation, eine Veränderung in seinem Leben. Ja, da schaut er ganz, ganz stark drauf. Und das sehe ich auch, weil es der König der Münzen ist. Ja, der ist, der schaut auf Verträge, auf Verbindlichkeiten, auf den Job, auf den Wohnort, auf den Lifestyle, wie gesagt. Vielleicht will einer von euch auch das Luxuriöse und der andere möchte als Hippie um die Welt. Ja, also hier sind zwei unterschiedliche Meinungen. Was aber auf jeden Fall da ist, ja, Konflikt hin oder her, ist Liebe. Ihr liebt euch, das ist klar. Auch wenn es im Außen aktuell sehr schwer ist, ja, eure Seelen wissen, sie gehören zueinander. Und das weiß dieser Mann auch, ja. Also wenn man alles draußen im 3D mal ausblendet, ja, dann ist hier Liebe. Dann weiß man auch, sie ist eigentlich die Richtige für mich. Aber wie kriegen wir dann diese weltlichen Themen unter einen Hut? Hier sind definitiv zwei verschiedene Ansichten, zwei verschiedene Meinungen, zwei verschiedene Wünsche von euch beiden, die sich aktuell nicht vereinen lassen. Acht der Münzen. Und hier wird viel gearbeitet. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber einfach ein Burnout hat. Das heißt einfach, ne? Dass hier auf jeden Fall seine Stimmung auch auf ein Burnout zurückzuweisen ist. Ja, dass einfach generell seine Nerven gerade blank liegen. Was ich aber auch noch habe, ist der Job. Ihr könntet zusammen arbeiten. Oder aber ihr könntet zusammen Finanzen haben, ja, Verträge haben. Das ist auch noch so ein Thema, wo er drüber nachdenkt.
Jetzt wird's spannend. Welche Tendenz verfolgt er denn? Ja, wir haben hier diesen Zwiespalt. Links oder rechts, mit oder ohne sie. Ja, wie würde er sich das denn im Bestfall mit dir vorstellen? Was sagt er zu der Situation mit dir? Das ist quasi ein Energie-Check-in. Dieser Mensch, was wäre denn so seine optimale Vorstellung? Womit wäre er denn glücklich aktuell? Wegrennen, Ritter der Schwerter. Einmal raus, bitte, höre ich. Ich will durchatmen, ich will einen klaren Kopf kriegen. Ich will frei sein. Ich brauche Luft zum Atmen. Dieser Mann ist vor allen Dingen gerade in so einem Dazwischen. Ja, er ist nicht ganz zu Hause und wenn er zu Hause ist, dann will er weg. Oder aber er ist aktuell viel unterwegs, lenkt sich ab, beschäftigt sich. Also auf jeden Fall hat er hier so ein Gedankenkarussell in seinem Kopf und würde am liebsten einfach wegrennen. Das kommt mir rein. Page der Kelche, hier ist ein Angebot, hier ist so ein Vorschlag, hier ist so etwas, woran er denkt. Was ist das? Was ist das? Woran denkt er hier? Das ist so ein Kopfkino, was mir reinkommt, womit er liebäugelt. Die Königin der Münzen. König und Königin der Münzen. Du. Du, was ich sagen muss, ist, du könntest in irgendeiner Form attraktiv für ihn sein, wenn es ums Weltliche geht. Du könntest Geld haben, du könntest einen schönen Background haben, du könntest ein Haus haben, du könntest finanziell hier irgendwie involviert sein in eure Partnerschaft. Hier ist irgendwas Attraktives, woran er denkt, wovon er vielleicht sogar profitiert, ja, was ihn vielleicht auch daran hindert, wegzurennen. Denn er kann wegrennen, natürlich, jeder von uns kann das. Jeder von uns hat die Freiheit zu sagen, weißt du was, ich gehe. Aber das hier, woran er so denkt, ist auch das, was ihn hält. Du bist ein tolles Match, sagt dieser Mann. Du bist eine gute Ehefrau, eine gute Frau, eine gute Freundin. Du bist für ihn da. Ihr habt auch im Weltlichen Stabilität zusammen. Das ist schon sehr attraktiv. Ich habe das Gefühl, daher rührt auch dieser Zwiespalt. Dieser Mann ist hin und her gerissen. Er will einfach nur was in seinem Leben verändern. Hier geht es viel mehr um sein Leben, was ihn stresst. Und er fragt sich, inwieweit du damit reinpasst in diese ganze Geschichte. Weil es geht ja auch um Rücksicht, muss ich sagen. Ja, dieser Mann will dich nicht irgendwo mit hinnehmen. Meinetwegen will er nach Afrika ziehen, nur als Beispiel. Ne? Und er will dich da jetzt nicht einfach mit hinschleppen. Nur wegen der Liebe. Ja, weil du sollst ja auch glücklich sein. Und hier ist so ein bisschen, was ist denn das Beste für uns beide? Das ist das, warum ihr vielleicht auch gerade im Clinch seid oder keinen Kontakt habt. Ja, warum er hier so abweisend ist. Ich habe das Gefühl, diese Liebe, diese Angebote, die du ihm machst, dieses auf ihn zugehen, dieses ihm helfen wollen, vor allen Dingen auch hier unten, die Hand, das bist du. Ich reich dir hier was. Er kann es und will es irgendwie gerade nicht annehmen, sagt er. Er hat nicht die Kraft, er hat keinen Bock, er ist einfach, wie gesagt, in diesem State, ich würde am liebsten einfach mal wegrennen und alles hinter mir lassen. Ja, okay. Ist das denn nur eine Phase oder ist das was Temporäres in der Hinsicht, dass es bleibt? Ist das hier so eine Lameng-Energie, weil man einfach mal schlecht drauf ist? Oder ist das etwas, wo er wirklich ein großes Problem drin sieht? Was sagen die Karten hier? Die 9 der Münzen. Ja, nee, er wird zurückkommen. Also hier ist wirklich die 9 der Münzen, das ist eine ganz reine, ehrliche Energie. Das ist die Energie von einer Aussprache, dass die Dinge in Ordnung kommen. Die 6 der Kelche ist die Rückkehr des Seelenpartners. Sprich, selbst wenn er wegrennt, ja, und hier dann mal Luft schnappt, er wird früher oder später zurückkommen, sagen die Karten, weil du bist einfach die Herrscherin. Ja, und ich muss das ganz plump so sagen, der Mann, um den es hier heute geht, der weiß eigentlich, dass er nichts Besseres als dich findet. Ja. Und das ist jetzt nicht so, weil, ja, das ist ganz gut, sondern er weiß, du bist die Herrscherin. Ja, du kennst ihn, du verstehst ihn, du hast mit ihm schon einiges durchgemacht, ihr seid vielleicht schon lange zusammen gewesen, wart vielleicht sogar verheiratet, habt Kinder meinetwegen, habt vielleicht ein Geschäft zusammen oder so. Also mit dir, das ist so ein starkes Band, das kannst du nicht mal eben mit einer Nagelschere so abknipsen. Nein, da bräuchtest du mehr als so eine dicke, fette Heckenschere. Das Band kannst du einfach nicht cutten. Das weiß er. Und deswegen ist hier überhaupt diese Tendenz, dass er sich fragt, vielleicht geht es ja auch mit ihr.
Ja, ich will sie schon an meiner Seite behalten. Nur bin ich im Moment so richtig angefressen oder einfach nicht auf der Höhe, dass ich ihr das geben kann, was ich ihr geben müsste. Und dann kommen dann noch meine Probleme. Ich will gewisse Dinge nicht mehr so. Ich will gewisse Dinge hinter mir lassen und neu anfangen. Also eins kann ich euch sagen, Mädels, ich merke das an mir selbst. Diesem Mann, dem fehlt das Durchatmen. Ich weiß nicht, was in seinem Leben los ist, aber da ist ganz viel Belastung. Da ist ganz viel Wunsch nach Freiheit, nach einfach mal, ach Mann, sich wieder fühlen, weißt du, locker leicht fühlen. Das Leben darf mal wieder leicht sein. Das sagt er hier ganz deutlich. Oh wow, okay. Was kannst du, die Person, die jetzt hier zuschaut, denn vielleicht tun in dieser Situation? Wie kann man das denn hier alles begünstigen? Liebes Tarot, haben wir hier eine Botschaft? Was kann denn diese Herrscherin hier tun? Die Herrscherin seines Herzens? Wow, 10 der Schwerter, ihn in Ruhe lassen. Wenn er weglaufen will, lass ihn rennen, sagen die Karten. Sei passiv. Die 10 der Schwerter, das ist so eine Beendigungsenergie. Ja, vielleicht kommt hier sogar die Situation des Schlussmachens kommt mir rein, dass etwas beendet wird. Und die 10 der Schwerter sagen, lass es dann gut sein. Weil bekanntlich, ja, lässt du etwas frei. Und es kommt dann zurück, dann liebt es dich wirklich. Also, einen Vogel oder jemandem, einen Menschen, ja, dem danach ist, zu rennen, frei zu sein, durchzuatmen, ja, den sollte man nicht aufhalten. Und das sagen hier die 10 der Schwerter, das sagt nicht ich. Und da schaut bitte, bitte, wie in Resonanz geht, wie ihr da so reinfühlt für euch, ja. Aber hier ist wirklich diese Dame, die steht da, die akzeptiert es, die schaut nach vorn und nicht zurück und sie sagt sich, okay, dann ist das so für den Moment. Hier ist die Rückkehr des Seelenpartners. Ja, und eine Herrscherin, die absolut bei sich ist, im Vertrauen und ihrem Selbstbewusstsein, ja, dieser Mann hat vor, also falls ihr wirklich in die Situation kommt, dass jemand geht oder gegangen ist, dieser Mann hat vor, zurückzukehren, aber zu seiner Zeit. Ich kann das nicht anders deuten. Die 10 der Schwerter, das ist so ein, lass es ruhen, ja, Wusa. Das ist so eine Herzlinie, die ist nicht ding, 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 weil Stress und aufgeregt und Diskussion, nein, die ist ganz gediegen, die ist so, okay. Ja, hier schon wieder der Ritter der Münzen. Ritter der Schwerter, Ritter der Münzen, das ist ein Mann, der macht sein Ding. Das ist ein Mann, der hat noch einiges, was er abarbeiten darf. Wo er sagt, da bin ich gerade auf dem Weg zum Herrscher. Dieser Mann ist nicht in seiner Mitte. Das kommt mir deutlich rein. Und er hat hier einiges noch vor sich. Er will irgendwas noch in seinem Leben sehen, erleben, erledigen. Eine Bucketlist oder so. Da schaut er nämlich drauf mit den 3 der Stäben. Und ihm ist das ganz, ganz wichtig, sagen die Karten. Das fließt so durch mich durch. Deswegen, er fragt sich, kann ich das alles, was ich hier vorhabe oder so, wie ich mir mein Leben vorstelle, mit ihr umsetzen oder nicht? Er schaut wirklich drauf, er will das machen, er will das durchziehen. Da gibt es Dinge, die will er so machen, wie sein Kopf ihm das gerade sagt, ja? Damit er dann irgendwann der Herrscher ist. Und dann seid ihr auf einem Level, die Herrscherin. Mir kommt rein, Mädels, du bist schon irgendwo bei dir. Du bist ganz glücklich mit deinem Leben. Du hast jetzt nicht noch riesige Träume, wo du sagst, oh, das stresst mich voll. Er schon. Also er ist nicht in der Energie wie du, soll ich dir sagen. Da kann er hinkommen, sagen die Karten, aber er ist gerade ein Ritter, unterwegs, hat noch Träume, Ziele, Ideen, Umsetzungen, der ist vielleicht auch sehr sprunghaft aktuell, macht heute dies, morgen das, ja, und du bist schon so gesettelt, er ist da aber noch nicht, also er muss hier wirklich noch einiges irgendwie umsetzen, das kommt mir rein. Und dann irgendwann kann er auch sesshaft werden hier auf seinem Sessel, ja, dann wird er auch ruhiger, dann wird er gelassener und alles. Aber das stresst ihn ungemein. Also dieser Mann hat das Gefühl, er unterdrückt hier die ganze Zeit diese Stimme in ihm. Hier zeigt sich der Teufel. Du musst dir vorstellen, der Teufel eiert die ganze Zeit in seinem Kopf herum, ja, und sagt ihm, wolltest du nicht noch den Mount Everest machen? Wolltest du nicht noch reisen gehen? Wolltest du nicht noch dies? Wolltest du nicht noch das? Ja, aber er schließt diese Gedanken und Gefühle immer wieder weg, vielleicht sogar für dich, damit ihr zusammenleben konntet, damit ihr zusammen eine gewisse Zeit haben konntet, ja, also
er schließt es weg, aber dieser Teufel, ja, der kommt immer wieder und macht die Hand auf und sagt, so Junge, jetzt aber, jetzt will ich aber, ja. Und das ist dann der Moment, wo manchmal das Fass überläuft und der komplett wieder in den Rückzug geht, weil diese Stimmen in dem Moment so laut sind in ihm. Ja, er kann das dann nicht vergessen, er kann es nicht abschalten, er wird es nicht los. Und das ist der Moment, wo er hier so ein bisschen durchtilt und sagt, ich muss hier weg, ich will hier raus, ich will alleine sein, ich habe keinen Bock mehr. Ihm reißt dann so die Hutschnur. Wow. Das hier ist gerade eine sehr belastende Energie, kommt mir rein, für euch beide. Du wünschtest, du könntest ihm helfen, kannst es aber nicht, weil das sind Dinge, dafür muss er selbst die Antwort finden. Und es könnte sein, dass eure Verbindung da stark drunter leidet, ja. Weil er seinen Wünschen sonst nicht nachgeht. Und es könnte sogar sein, dass der Teufel, ja, vielleicht was Manisches ist, was Depressives ist, was Abhängiges ist, eine Abhängigkeit, die er hat, eine Sucht, ja. Der Teufel kann bedeuten, dass er oftmals die Kontrolle verliert, dass er sich selbst vergisst, ja, und dann völlig durchdreht. Also das ist hier so eine, wirklich so eine Reißleinenergie, Rausch, ja. Guck mal hier, Verdrängung. Das ist was, was ihm absolut schadet, was er hier tut. Er schluckt runter, er ist nicht ehrlich zu sich selbst, er lebt nicht das Leben, was er gerne leben würde. Und es macht diesen Menschen verrückt. Es macht ihn verrückt. Die Herrscherin, du bist aber trotzdem Thema bei ihm. Das ist heute so eine ehrliche Energie, die mir reinkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Grunde ist das hier alles ein riesengroßer Wunsch, der nicht gehört wird und deswegen eurer Verbindung schadet. Weil dieser Mensch immer wieder runterschluckt, runterpresst, verdrängt und gewisse Themen nicht angeht. Ja? Wie geht's hier weiter? Wie geht es hier weiter? Was müssen wir jetzt in diesem Moment wissen, liebes Tarot? Hier geht es vielleicht erstmal gar nicht weiter, weil dieser Mensch wird nachdenken. Über seine Emotionen, über seine Gefühle. Es kann sein, dass er sich hier eine komplette Auszeit nimmt. Der Gehängte. Der geht nämlich gerade richtig am Stock. Vielleicht ist er abgehauen aus der Wohnung und hat gesagt, so, ich bin jetzt erstmal raus. Ne? Und jetzt meldet er sich ein paar Tage nicht. Weil der ist hier richtig am Überlegen. Was mache ich jetzt in dieser Situation? Und hier sind gerade viele Gefühle am Start, das sage ich euch. Das ist Wut, das ist Angst, das ist Sehnsucht, das ist Fernweh, das ist Liebe für dich. Das ist hier diese Art, dass man sich so ein bisschen krank fühlt, ja. Also das ist eine klare Botschaft. Der Gehängte, hier oben sieht man sogar das Pausezeichen vom CD-Player. Hier hat jemand quasi auf Pause gedrückt, hat gesagt, weißt du was, finito. Oder er wird es noch tun. Und dann wird er sagen, ich brauche meine Ruhe. Ich will meine Ruhe. Und ich habe das Gefühl, das nicht zu persönlich nehmen. Dieser Mensch ist wirklich gerade emotional stark überfordert. Stark. Und er lässt es auch absolut an dir raus. Gar keine Frage. Und natürlich wirst auch du das spüren, wenn er sich dann rausnimmt und du denkst, Alter, jetzt lässt er mich hier einfach hängen. Aber die Energie kommt mir hier rein. Ja, hier zeigt sich der Blitz unterm Deck. Hier könnte es sehr, sehr plötzlich umschwenken. Vielleicht saßt ihr gerade noch gemeinsam irgendwie auf einer Parkbank und im nächsten Moment kommt so ein Thema auf und ihr streitet euch bis zum Getno. Ja, und auf einmal geht ihr so von der Parkbank getrennte Wege nach Hause. Wo du dir denkst, Alter, wir haben gerade noch ein Eis zusammen gegessen und in der nächsten Minute haben wir uns komplett zerstritten. Das ist, weil hier eine ganz, ganz dünne Reißleine ist in dieser Situation. Und das gilt es jetzt zu wissen. Wenn das bei dir noch nicht der Fall war, dann ist das hier vielleicht so ein bisschen präventiv, dass du vielleicht so ein bisschen vorbereitet bist. Für andere ist das schon passiert, ja? Hier ist ein ganz plötzlicher Wandel, vielleicht sogar schockierende Neuigkeiten, dass ja, er dich hängen lässt. Einfach so eine Situation entsteht, wo man sich sagt, Alter, was passiert hier gerade? Ja? Irgendein Vorfall zeigt sich, ein Streit, Negativität kommt auf, das ist der Wahnsinn. Das ist genau das, was ich gerade sage. Ja, und hier, danach zeigt sich der Turm. Er wird sich in den Turm verziehen, Rückzug. Und ich zitter gerade, merkt ihr das? Schutz, dicke Mauern werden hochgezogen, einen Schachzug planen. Schaut euch das an. Dieser Mann ist am Überlegen, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Emotionen? Kelche sind Emotionen. Was mache ich als nächstes? Ja, und wie gehe ich jetzt hier vor? Und das ist dieser Zwiespalt, dieses Nachdenken. Für viele ist das schon passiert. Das ist das hier. Ja? Er ist gerade nicht da. Er ist weg oder er ist einfach emotional weg von dir. Ja? Und er weiß gerade nicht, wie er weitermachen soll. Und das hat ganz viel, ich würde sagen, zu 70% mit seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Unzufriedenheit zu tun. Nur du kriegst sehr viel davon ab.
Oh, mir kommen fast die Tränen, wirklich. Das ist, ja, das ist eine sehr belastende Energie, die mir reinkommt. Und vor allen Dingen auch eine diverse Hilflosigkeit, die ich höre. So, gerade auch an deiner Stelle, ja. Du sagst, Mann, ich habe so viel zu geben, ich würde dir helfen und alles, aber ich kann dir irgendwie nicht helfen. Das ist so ein Ding, das muss er mit sich ausmachen. Und letztendlich leidest dann trotzdem du und eure Verbindung darunter. Also man ist machtlos, ja. Aber hier will sich unbedingt die Kraft noch zeigen unterm Deck. Jetzt muss ich kurz durchatmen. Das alles kann wieder zu Kräften kommen, soll ich dir sagen. Und ich habe das Gefühl, irgendwer sitzt gerade zu Hause und weint und denkt sich, oh Mann, Sunny, genau so ist es, so Mist, was mache ich denn jetzt? Hier will sich die Kraft zeigen und das bedeutet ja, diese sehr mindere Energie kann auch wieder zu Kräften kommen, ja. Eine Situation, die vielleicht jetzt gerade, ja, nicht unter Kontrolle ist, ja, die kann wirklich wieder stabiler und gesünder werden. Wow, ich hätte gerne noch eine Abschlussbotschaft. Was ist jetzt wichtig? Generell, meine Lieben, ihr wisst, wie es ist. Niemals euer Lächeln verlieren. Am Ende des Tages seid ihr ihr. Ihr seid die Herrscherin, ihr habt alles bei euch. Ihr schafft das, ihr wuppt das. Das dürfen wir nie vergessen. Hier im Team Sunshine letztendlich haben wir noch uns. Ne? Wir sind immer füreinander da. Bitte, bitte niemals vergessen. Die 9 der Kelche. Ja, die 9 der Kelche zeigen sich und das ist eine Fülle an Gefühl. Das ist ganz viel Gefühl. Die Situation ist hier wirklich aufgeladen mit Emotionen. Man weiß vielleicht gar nicht wohin und muss wirklich mal weinen. Ja, was auch unwahrscheinlich gut tut. Da brauche ich bitte noch eine Klärungskarte drauf, was es damit auf sich hat. Der Stern, nicht die Hoffnung verlieren. Nicht die Hoffnung an die Gefühle in dieser Verbindung verlieren. Denn wie gesagt, ihr liebt euch. Ja? Wenn ihr euch nackig macht, wenn ihr das Ego ablegt, wenn ihr den Kopf ablegt, ja? Wenn ihr alles ablegt und es geht nur um eure Seele, dann liebt ihr euch, sagen die Karten. Ja? Und diese Gefühle nicht vergessen, daran wirklich glauben, ja, mit dem Stern liegt hier auch die Wunscherfüllung, auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn es unwirklich erscheint, unrealistisch, der Wunsch kann in Erfüllung gehen, dass das hier alles wieder zu Kräften kommt, ja, aber ich höre, jemand braucht eine Auszeit, jemand muss durchatmen, jemand braucht gerade den Rückzug und braucht auch diese dicken Mauern, die er hier hochgezogen hat, ja. Man will manchmal einfach alleine sein. Und irgendwann merkt man dann, oh, hier wird es aber ganz schön kalt, ne, in diesem Turm. Und hier ist es auch total dunkel. Und irgendwie bin ich auch total alleine. Und Mann, letztendlich sind wir doch stärker zu zweit. Aber das muss man eben am eigenen Leibe spüren. Deswegen sagen die 10 der Schwerter, falls sich hier wirklich jemand entscheidet und in den Turm zieht, dann lass ihn ziehen. Schau ihm vielleicht noch hinterher. Bleib bei dir, bleib im Vertrauen. Ja, denn wie gesagt, lass es los und wenn es zurückkehrt, dann liebt es dich auch. Das war meine Botschaft für heute und mir kommen gerade wieder die Tränen. Ich möchte es so stehen lassen, meine Lieben. Und ich möchte euch jetzt nicht mitten im Schluchzen hier verabschieden. Im Gegenteil, es ist vielleicht auch einfach ein Zeichen, das mal rauszulassen, ja. Vielleicht auch einfach mal in den Wald zu gehen und mal richtig laut zu schreien, ja. Die Emotionen wirklich auch nach außen zu tragen, um selbst auch wieder rein mit sich zu werden, ja. Ihr seid niemals alleine, bitte vergesst das nicht. Morgen Abend schon schauen wir wieder rein in die Situation. Das große Vollmond-Orakel ist auch online. Vielleicht magst du dir das anschauen. Das ist vielleicht auch noch eine Botschaft, die wartet. Und ansonsten drücke ich euch unendlich doll. Team Sunshine, wir halten zusammen. Ich bin für euch da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Das war der Energie. Ja, Check-in für diesen Moment. Das ist jetzt wichtig. Und ich bin gespannt, wer das hören sollte. Ich drücke euch. Niemals vergessen. Always smile and shine.